Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem wundervollen neuen Part unseres Pokémon Unbound Abenteuers. Bei uns ist am letzten Part die Post abgegangen, deshalb haben wir das Team nochmal ändern müssen. Also, Frost ist jetzt momentan statt Alolan Ninetales drin, der Rest des Teams ist erst einmal so gleich geblieben, weil ich mir dachte, ja gut, irgendwie haben wir doch ein paar Heavy Battles vor uns und ja, maybe haben wir ein paar Schwierigkeiten im letzten Part gehabt, was uns das Ganze ein bisschen herausfordernder, nennen wir es jetzt mal, gemacht hat. Und ich glaube, jetzt ist der Moment gekommen, wo wir in dieser Stadt auch, in der wir letztes Mal schon waren, auch wirklich actually mal was passieren wird, beziehungsweise wir was machen können. Okay, es gibt leider nichts Besonderes zum Kaufen. Deshalb gucken wir uns hier ein bisschen um. Im letzten Part ist storytechnisch wieder einmal die Post abgegangen. Wirklich, in dem Spiel geht so allgemein storytechnisch fast immer die Post ab. Also jetzt am Anfang war relativ viel Story, dann war eine doch eher größere Pause, muss man sagen. Aber jetzt, oh, man könnte Shinode gegen Amoongus hier traden. Aber jetzt sind wir hier aber im vollen Gange, was das angeht. So, jetzt weiß ich nur nicht, wo Jax ist, auf den wir warten sollen. Ist aber auch erst einmal egal, weil mich natürlich eher interessiert, ob wir hier nochmal ein Item bekommen. Plus, ich glaube, ich habe Jax Beine da oben links gesehen. Das habe ich vermutet, dass wir den gleich, Ach so, Seed Bomb. Oh, wir haben nicht mal genug Green Shards. Ich frage mich halt, wo ich die ganzen herbekomme. Aber wahrscheinlich durch Buddeln graben, was wir jetzt echt lange nicht mehr gemacht haben, weil ich mir dachte, na, kein Bock. Ja, genau, da ist Jax. Perfekt. Und er hat sogar seinen Großvater mitgenommen. Na gut. Ja, Arthur, ich weiß, ich habe dir Sorgen gemacht, aber ich bin der mächtige Die. So, what the fuck? Ich bin zu krass für diese Welt, diese verschiedenen Dimensionen. Es ist egal, welche Dimension. Und er hat anscheinend vor, uns irgendwie zu retten, aber leider wegen dem Clove und seinem Hooper Unbound waren die alle schon weg und wir waren dann nicht mehr da. Und das ging dann alles nicht so gut aus, weil er halt einfach zu spät war und uns nicht mehr helfen konnte. Immer noch meine Vermutung, dass er jemand von der Top 4 am Ende sein wird, weil es würde mich ansonsten wundern. Und als anscheinend die irgendwohin anders fortbewegt wurden, ist Musha einfach abgehauen. Der Spaßfaktor am Rande im letzten Part auch wegteleportiert wurde mit seinem Vater. Jetzt hier geflohen ist und wieder hierher gekommen ist. Ich weiß nicht, was für einen krassen Weg er genommen hat. Ah, und anscheinend sind sie auf dem Weg zu Crystal Peak. Anscheinend ist irgendetwas versteckt, was auf dem Crystal Peak ist. Und ja, anscheinend scheint es diese Waffe zu sein. Das Problem ist, ich habe gerade die Karte gar nicht auf dem Schirm. Ich habe keine Ahnung, wo Crystal Peak ist. Wahrscheinlich irgendwo im rechten Bereich von der Karte. Weil was anderes ergibt für mich gerade keinen Sinn. Und Upa kann ihn wahrscheinlich dorthin bringen. Musha meint auf jeden Fall, dass er Boreus sehr gerne hat. Er möchte nicht, dass es zerstört wird. Und wenn er bei seinen Eltern sein will, dann wird er hier in der Boreus Region sein und da mit denen leben. Jetzt bin ich sehr gespannt, was für einen Plan wir austüfteln wollen. Ah, okay, Musha fliegt erstmal mit seinem Toucanon weg von mir aus. Aber wir sollen anscheinend erst einmal den Antithesis City Gym Badge gehen und dann zu Route 17 kommen. Und wenn wir das getan haben, dann können wir anscheinend mit diesem Pass, den wir bekommen, irgendwo rüber surfen, also mit dem Schiff fahren. Das würde Sinn ergeben, weil es wird halt echt langsam mal Zeit, dass wir Jank the Antithesis Gym, das dachte ich mir, es wird halt echt langsam Zeit, dass wir jetzt eigentlich nochmal einen Orden holen, weil wir gammeln schon die ganze Zeit so ein bisschen an der Level Cap herum. Und wo ist denn Antithesis City? Da ist Pokémon League, Seaport City, da gehen wir später hin, Grun City, die Hara City, Tamigan Epidemic. Older Town, Magnolia Town, Redwood Village, Cube Corporation. Da kommen wir später sicher nochmal hin. Ja, da ist auch Crystal Peak. Wo ist Antithesis City? Ich erinnere mich auch nicht, dass wir irgendeine Arena gesehen hätten, bei der wir noch nicht waren. Hä? Wir sind in Vivil Town. Hier ist Gurren Town. Da ist die Pokémon-Liga, Victory Road, Seaport City. Da müssen wir dann später hin. Oh, da unten ist Antithesis City. Ja gut, ich bin einfach nur dumm. Kann ich da auch von Epidemic Town hin? Oder muss ich... Ah, ich muss durch den Canyon, ich Dödel. Ah, der Weg war ja blockiert. Jetzt bin ich auf dem neuesten Stand. Weil ich glaube, jetzt, wir dürfen jetzt sicher hier vorbei, oder?
Ah, das Something Unseeable. Okay, wer bist du? Wetter, er gibt uns, ja, ich wollte gerade sagen, dieses Devonscope-Ding. Und er ist wahrscheinlich der Arena-Leiter, oder? Und ja, natürlich war das ein Kecleon, das war jetzt eher unwahrscheinlich. Also, hätte mich jetzt auch gewundert. Und er hat auch gerade gesagt, dass der Arena-Leiter dort anscheinend in letzter Zeit sehr gelangweilt war, weil nichts passiert ist. Er ist zu 3 Millionen Prozent der Arena-Leiter, also bitte. Ja, und die Trainer sind hier Level 47. Das Problem ist, meine Pokémon haben alle fast schon die Level-Cap erreicht. So, jetzt überlege ich doch, ob wir Toucanon nochmal reinnehmen, aber ich weiß nicht, Toucanon ist halt auch nicht der Geist. Also, der ist halt echt immer nur nützlich, um Pokémon zu burnen. Und ich weiß nicht, ob das der Sinn eines Pokémon sein sollte. Ich guck mal, ob wir im Gras jetzt hier nochmal was finden, was wir reinnehmen könnten. Weil ich würde schon nochmal gerne ein paar Pokémon benutzen. Oder wenigstens ein anderes noch. Also Gras habe ich hier schon mal gefunden. Das heißt, wir gucken direkt. Wow, der Trainer hat mich erwischt. Ich wollte gerade gucken, was es für Pokémon hier gibt. Grrr. Tangela gäbe es hier auf jeden Fall. Ein Tangolos wäre auch sehr cool, aber ich glaube, Kapaloris ist zu gut, um den jetzt momentan aus dem Team zu werfen. Das kann ich mir irgendwie nicht erlauben. Okay. Oh, aber da müssen wir Embor rauswerfen, aber ich bin ehrlich. Pancham, Akapango. Wo haben wir einen Dark-Type? Den kann man ja nur entwickeln, wenn man einen Dark-Type mit dem Team hat, ne? Aber den fangen wir erstmal. Auch wenn der schon wieder mega slow ist, ne? Oh mein Gott, ich hasse es, mega slow Pokémon die ganze Zeit haben zu wollen. Ah! Girafarig gibt's noch, aber ich habe ja mal gar kein Interesse an diesem Kackviech. Bro, aber Fighting-Types haben wir jetzt genug. Vor allem, wenn ich Pangoro maybe reinnehme. Natürlich Sog finden wir auch noch, das war klar. Oh. Damn, das ist direkt wieder Konkurrenz für Pancham. Und gleichzeitig auch für Aggron. Das ist jetzt ein bisschen bitterig, weil ich glaube, ich habe mehr Bock auf den Bisschop. Oh mein Gott, wir sterben einfach stark. Ah, schwierig. Dann haben wir halt dabei zwei Fighting und zwei Dings-Types. Das ist erstmal okay. Wir haben ein naives Wesen. Das ist ganz gut für Pancham. Oh, ey, Minus auf Attack ist eine Katastrophe. Aber hey, wir haben ein S und ein A auf Ponyard. Mit Defiant. Das ist ja mega geil. Die Attacken sind, naja, aber was soll's. Ich meine, wir haben Brick Break noch für Imperial Reaper. Und dementsprechend würde ich sagen, sind die jetzt vorerst erstmal mit dem Team und ich werde die leveln und dann gucken wir mal, welchen von den beiden wir benutzen wollen. Momentan spricht sehr vieles dafür, dass ich mega Bock auf Bishop kriegen werde, aber hey, schauen wir einfach mal, was so noch passiert. Okay, wir kommen hier sogar relativ fix auf Route 17 und wir kriegen hier die HM Rock Climb. Das ist natürlich super nice, aber die brauchen wir jetzt erstmal nicht. Beziehungsweise, was heißt brauchen wir nicht, ne? Können wir halt noch nicht benutzen, weil die Brücke dort noch nicht fertig ist. Und wir sind hier auch auf Route 17. Das heißt, hier können wir später nochmal was machen. Aber jetzt momentan eher weniger was. Oh, stimmt, und Kapaloris brauchen wir sowieso, um zu surfen. Also, wir kommen nicht drum herum, den erstmal rauszutun. Das wird nicht funktionieren. Das heißt, erstmal, wir sind roundabout 50. Wenn ich nur Pokémon fangen will, dann muss es jetzt sein. Okay, dieser Canyon-Bereich ist irgendwie kleiner, als ich dachte, weil ich jetzt schon mit Surfer arbeiten muss. Was ich ein bisschen schade finde, ich war voll da down für Canyon-Action. Der war jetzt doch ein bisschen enttäuschend klein, muss ich sagen. Das macht mich ein bisschen traurig. Aber na gut, boah, Taucher werden wir, also zumindest wenn das dunkle Wasser ich wahrscheinlich richtig interpretiere und ich gehe davon aus, dass wir irgendwann tauchen auch. Oh, auf Taucher habe ich nicht so viel Bock, ne? Aber ich bin gespannt, wie das designtechnisch hier umgesetzt wurde. Also hier kommen wir jetzt auf jeden Fall schon wieder in so einen Pflanzen- oder naturbelassenderen Bereich. Ich hätte echt Bock gehabt, jetzt so ein bisschen eine etwas längere Canyon-Session zu haben. Das enttäuscht mich ein bisschen. Aber hey, mein Gott, ist jetzt nicht giga schlimm, aber wie gesagt, es wäre halt echt cool gewesen. Weil so Canyon-Theme auch eigentlich sehr nice ist. So, und damit entwickelt sich auch schon unser Pancham ich weiß nicht. Into ist es einfach geworden am Ende. In ein wunderschön mächtiges, cooles Pandagrow. Damit haben wir jetzt einfach zwei Dark-Types und zwei Fighting-Types im Team, aber wie gesagt, im Endeffekt ist es mir jetzt auch einfach egal. Deshalb Pangoro, willkommen erstmal im Team. Wir gucken mal, wie lange er da drin bleibt. Ne, ich weiß es nicht. Nightsash brauchst du nicht. Du hast Crunch schon, habe ich gesehen. Zerblass das mal. Bullet Punch wiederum. Finde ich schon wieder sehr viel cooler. Den darfst du gerne mitnehmen. Ich weiß nicht, ich würde Parting Shot gerne mal behalten. Das könnte strategisch gesehen cool sein mit vielleicht einem anderen Setup Sweeper. Andererseits kann Pangoro von selbst SD lernen, also
Maybe bringe ich ihm das auch einfach bei. Wobei, ich habe ja gar keine SD, ne? Ich habe nur Brick-Up, habe ich da. Das könnte ich ihm beibringen. Aber auch damit wäre das schon sehr nice, ne? Also, na, sind ein paar Überlegungen. Was man aus diesen wunderhübschen Mannequins alles machen kann, ne? Da gibt es auf jeden Fall noch ein paar Optionen. Okay, wir müssen, glaube ich, hier auch immer ein bisschen mit Surfer und so arbeiten. Oder auch nicht. Da ist auf jeden Fall ein Zygarde Cube. Wie komme ich da weiter? Also, beziehungsweise ich kann halt hier runterspringen, aber... Ja gut, ich vermute einfach, wir können da nur weiter, wenn wir Kraxler haben, ne? Das heißt, Orden ist unser Ziel, definitiv in dem Part. Ah, und bevor wir weitermachen, lass uns doch mal ganz kurz unseren Angriff angucken. Und 122 ist schon ein knackiger Angriff. Der könnte natürlich wesentlich höher sein, ne? Aber unsere Defos wollen unbedingt Nein sagen. Warum? Was? Ihr wollt nicht in die Stadt gehen, weil ihr zu viel Angst habt? Okay. Oh, das sieht auch nach so einem Bad City Town aus. Das habe ich vermute auch... Oh. So eine Scheiße ist das hier. Und wir sehen da wieder den weißen Typen. Also diesen Weißhaarigen. Ich habe die Vermutung... Das war doch nicht der Arena... Doch, Gallivan! Ich wusste es doch, dass es der war. Ich wollte schon sagen. Aber warum ist der irgendwie immer unterwegs? Aber auf jeden Fall den Typen, den wir davor gesehen haben, der ist zu 3 Millionen % der Arena-Leiter. Also kann mir ja gar keiner erzählen, dass das der nicht ist. Ja gut, dann schaue ich mich erstmal in der Stadt um und schaue, ob wir hier irgendwas Interessantes, verschiedene Sachen in irgendeiner Form bekommen. Maybe irgendein cooles Pokémon geschenkt bekommen. Wieso darf ich das Item nicht? Ach du Kacke. Das ist das Nebenquesting. Oh mein Gott, habe ich damit jetzt wieder eine Nebenquest getriggert? Weil das ist James von damals, wir sind im Black D Hauptquartier. Ich hasse immer noch alles daran, an diesem Namen. Ach du Scheiße. Warte, was? Du hast dein favorisiertes Paar Socken verloren? Ich hoffe, du willst... Ich soll das suchen? Was ist falsch mit dir? What the fuck? Oh mein Gott, es gibt hier auch eine Kanalisation. Und hier sind, vermute ich mal, einfach irgendwo die Socken. Ja, lecker. Und ja, in der Kanalisation gibt es auch Pokémon wie Raticate. Okay, okay, okay. Finde ich sehr cool, dass auch so eine Kanalisation eingebaut wurde. Also, das ist immer sehr cool, wenn es so ganz viele verschiedene Orte gibt, die auch verschieden aufgebaut sind und alles. Sowas feiert man natürlich sehr und das ist halt auch einfach wieder ein riesiger Pluspunkt für diesen... Ach du Scheiße, wir sind hier sogar richtig in der Kanalisation. Hätten wir Waterfall, könnten wir hier sogar weiterkommen. Aber da wir das gerade noch nicht haben, wir gehen, glaube ich, gerade durch so eine Röhre da durch. Und what the fuck, okay... Das gibt's hier also auch, gut zu wissen. Und Grimers gibt's hier. Ich weiß nicht, ich glaube, hier ist eigentlich der Ort, wo man auch Alola Grimer finden würde. Den hatte ich ja auch mal überlegt reinzuholen, wegen dem Dark-Typing. Jetzt haben wir halt auch einen coolen Dark-Type, aber ich weiß noch nicht, ne? Und die TM67 Recycle gefunden. Bringt jetzt relativ wenig für das, oder die Team, oder die Mons, die wir gerade haben, aber naja. Okay, hier gibt's auch wieder so einen Extra-Raum, wo eine so... irgendwas rumexperimentiert und einem immer so ein random Item schenkt. Ich habe gerade einen Full Heal dafür bekommen. Ich finde aber einfach kein Alola Grimer. Ich weiß nicht genau, wie ich hier an die Alola-Form rankomme. Aber ja, wahrscheinlich bis ich sie fahre, wird es zu spät sein und ich werde es einfach aufgegeben haben. Ein bisschen traurig. Okay, also ich war jetzt über in der Kanalisation, wo ich gerade hinkommen konnte und ich habe leider keine Socken gefunden. Was ein bisschen doof ist, weil ich glaube, ich bin jetzt hier... bei dem Expressway Richtung Thundercap Mountain ist hier? What? Hätte ich hier auch einfach... Ah, das war der Weg, wo wir die ganze Zeit blockiert waren und nicht durchkamen. Ich glaube, den Bereich haben wir nämlich damals gesehen gehabt. Und da habe ich... Oder zumindest ich habe es offscreen gesehen und gesehen, dass ich hier nicht weiter kann. Das heißt, man kann von der linken Seite hier gar nicht herkommen. Okay, das ist krass. Damit habe ich nicht gerechnet. Warum sind hier 3 Millionen... Ah, da ist ein Item. Ich wollte gerade sagen, warum sind hier 3 Millionen Rock Smash Orte? Binnacle, cool. Und das alles für einen Floatstone. Wow. 3 Millionen Binnacles und einen Alola Geodude gesehen. Also den findet man actually hier. Und das für nichts. Und da ist diese Kanalisationstür auch unten. Ganz weirdes Ding.
Aber gut, wir schauen uns gleich nochmal ein bisschen weiter um. Boah, da oben sind auch richtig viele mit einer Mission, ne? Aber ich werde die ziemlich sicher nicht alle erfüllen, weil da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob nicht irgendwie wieder so eine andere Sache ist. Knock around some of the goons to expand the Blacky's turf. Okay. Das heißt... Oh! Das heißt, wir haben hier tatsächlich so ein kleines Side-Event. Ich habe die Vermutung, dass wir jetzt zusammen mit diesem Rory-Typen die zwei besiegen. Oder? Ist das so das Ding? Diese Black Forever-Fawn-Typen? Ja, yeah, tatsächlich. Ich finde es so funny, dass das halt auch so Gen 5-Pokémon sind. So, einmal von Ferrofawn... Oh, wir kämpfen alleine. Oh, der andere ist ein Hosenscheißer. Ja gut, dann kämpfen wir wohl alleine gegen den Black Ferrofawn-Typen. Und er ruft straight up zurück. Okay. In was geht er jetzt? Im Mag, okay. Der hat zu 3 Millionen % noch einen Ferrofawn. Ich glaube, das wird jetzt keine Überraschung für uns sein. Ich weiß nicht, kann Mag Leon irgendwie groß was? Ich sollte Leon mal den Evoliten geben, fällt mir gerade auf, weil Ponyard hält durchaus auch was durch mit dem. Ja, wir haben halt momentan aber nur Slash, das ist ein bisschen doof, aber ja, ich hoffe, wir lernen da noch ein bisschen was. Und das Coole ist, Mag hat in dem Spiel Gui, also die Fähigkeit von, boah, wie heißt da, Viscogon und so, die Death um, die Init um 1 senkt. Aber da wir Defiant haben, boosten wir quasi unseren Attack immer um 2 und das ist eigentlich sehr fancy. Oh, er hat sogar nur ein Pharaoh Seed, das ist irgendwie enttäuschend. Ich hoffe einfach mal, ich habe neben Power Fire, aber Fire, maybe reicht die, oh, die reicht nicht aus. Wow, dann wird wahrscheinlich Pharaoh Seed meinen Frostless hier besiegen. Traurige Welt, in der ich lebe. So eine traurige Welt, in der ich lebe. Ja gut, habe ich dich recht schnell und fix geklatscht. Das war jetzt auch nicht wirklich schlimm. Ich hoffe, wir haben jetzt nicht noch irgendeinen Kampf. Das wäre ein bisschen doof. Oh, ich glaube doch, wir haben noch einen Kampf. Ja gut, hätte ich mir fast denken können, nachdem da zwei Leute von denen stehen... Oh. Hätte ich gewusst, dass das hier so abläuft, wäre ich ein bisschen... Das ist aber jetzt doch, so wollte, das ist tatsächlich jetzt gerade, was? Warum, okay, das Weezing kriegt einen Random Boost und kriegt einen Special Attack Boost, ja, lass mich raten, Krokodile kriegt einen Attack Boost. Ja, also so sollte das hier eigentlich nicht laufen, ne, Freunde. Das war jetzt nicht die Intention dahinter. Also ich potenziell diesen Kampf einfach verliere, weil mit einem Doppelkampf habe ich nicht... Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich schallert mir das einfach beide weg. Oh mein Gott, der hat Moxie. Ja, ich glaube, wir verlieren maybe einfach diesen Kampf, weil... Ich wusste nicht, dass ich so sehr hier aufpassen muss. Und ja, der Weezing hat Levitate, das freut mich. Das war ein... Und Heatwave. Das sind wirklich krasse Doppelkampfs. Okay. Ich sehe schon, so läuft es hier also. Das ist halt gar nicht gut, weil Marius ist halt auch angedamaged. Also dann hätte ich ein bisschen vorsichtiger auch gespielt und alles. Ah, das ist jetzt richtig nervig, aber gut. Surfer trifft ja alle, damn. Ich hätte Giga Drain sollen dann. Ja, ich glaube, den Kampf verliere ich halt einfach, weil ich dumm bin. Den Kampf verliere ich, weil ich einfach gigantisch dumm bin. Ja, EQ wird... Ich glaube, EQ one-shottet sogar einfach Garchomp, weil der hat ja einen Boost. Ja, okay, das ist rum. Wir machen Rematch, Freunde. So, dieses Mal haben wir natürlich den Kampf oder den ersten Kampf auch einfach easy gediegen, ohne Verluste geschafft. Ich wechsle direkt mal Marius. Ich hoffe, ein Ice Beam von Rodeo wird guten Damage auf Krokodile machen, weil Krokodile halt eh schon so von Haus aus richtig viel scheppern wird. Dadurch, dass der auf plus 3 geht, dass Weezing auch den Boost Intus hat, ist jetzt nicht unbedingt besser. Ja, EQ kommt. Ich glaube, Frostless died da auch. Boah, aber Curse Buddy blockiert EQ. Das ist tatsächlich ein super geiler Scheiß. Jetzt weiß ich nur gar nicht, ob Marius unbedingt der Way to go war. Ja, weil die Heatwave wird mich wahrscheinlich rausnehmen. Uff. Das ist fies, dieser Doppelkampf. Okay, wir schicken auf jeden Fall Doremi rein. Boah, und dann... Ja, Leon bringt mir auch... Ja, Bärdog. Ich kann halt das Weezing nicht richtig gut mit dem momentanen Squad hier, den ich habe, treffen. Ziel Nummer 1 wäre es jetzt erstmal mit Dragonclaw Krokodile rauszunehmen und dann maybe zu Flamechargen gegen Weezing. Ich bin nicht in die Mega gegangen, weil ich Angst habe, dass ich dann langsam als gucke. Jetzt kommt ein Power Trap. Ich meine, meine Ability wird ihn halt wenigstens töten, aber das ist nicht gut. Also das ist ein absolut insaner Doppelkampf an der Stelle, der ein bisschen unfair ist, wenn ihr mich fragt. So, Flamecharge. Ich weiß nicht, wenn Sludge Bomb kommt, maybe haben wir dann noch Mega Garchomp, das wäre ganz cool. Weil Bärdog wird, glaube ich, auch nicht eine Sludge... Weird Steam.
Lol. Okay, das normale Weezing kann das ja auch. Gut zu wissen. Ja, wir haben halt jetzt nicht noch, also, ne? Auch wieder hier, das Team ist nicht das Beste dafür, vor allem, weil wir... Ah, Ferrofawn kommt noch, das war klar. Vor allem, weil wir relativ viel, oh nein, das kriegt er jetzt auch irgendeinen Kack-Boost. Death-Boost. Okay, Attack steigt wieder. Weil das Problem ist halt, wir haben halt hier sau viele physische Attacker und nur zwei spezielle Attacker. Ja, wir Brick-Breaken und Flame-Chargen halt da drüben, dass wir wenigstens eine Seite wegbekommen. Ich glaube, wir verlieren trotzdem... Oh mein Gott, so knapp kein One-Shot. Wir verlieren halt trotzdem, glaube ich, einfach gegen Weezing. Ja, Sludge Bomb kommt, das tötet halt jetzt das Imperial Reaper. Mein Ferrofawn wird jetzt, glaube ich, nicht einen Move auspacken können, der Embor tötet. Yo, was für eine gute Power Whip. Animation, what the fuck. Okay, ich glaube, ich muss diesen Doppelkampf delayen, weil mit dem momentanen Squad gewinne ich den einfach nicht. Den gewinne ich einfach nicht. Ich muss den delayen. Dann werden wir wohl den später nachholen müssen. Wow, krass. So, ich hoffe, ich vergesse diesen Kampf nicht, weil... Jetzt frage ich noch den anderen, was er so von mir will, was er für eine Mission für mich hat. Ich hoffe, nicht wieder kämpfen, weil momentan kriege ich nur den Arsch versohlt von denen. Deshalb ja. Was möchtest du von uns? Live in the house next to the Pokémon Center. Okay, wir sollen anscheinend irgendwelche Leute fragen. Ich hoffe echt, ich vergesse das nicht, weil ich nehme immer circa zwei Parts am Stück auf. Und es kann sehr gut sein, dass ich das vergesse. So, hier drin sollen die ja angeblich sein. Das heißt, ja genau, die muss ich fragen. LOL, der ist gerade gegen eine Bombe oder so gerannt? Weil sie hat ihr Sicherheitssystem aktiviert, weil er sie so bedroht hat von wegen, yo, du hast mit dem Black Fur oder mit dem Ferrofawns, da den Green Ferrofawns, was auch immer, einen Deal und gönnt denen. Die hat eine Bombe da gezündet. Der ist an Electrode, okay. Komme ich jetzt hier gar nicht vorbei? Doch, ich glaube, es gibt tatsächlich einen Weg, mit dem man hier vorbei kann. Moment, den will ich, glaube ich, herausfinden. Hä, ich habe den Weg zu ihr gefunden. Du Waschlappen. Kämpfe ich jetzt noch gegen sie? Oh ja, Tatsache. Vor allem haben die auch einfach ihr eigenes Symbol. Ne? Der war nämlich im Untergrund auch sein und ich war jetzt richtig verwirrt. Aber dann dachte ich mir, ja gut, ist einfach eine von der Science Society. Aber ist halt auch schon wieder mega cool. Eigentlich wollte ich in die... Oh. Schon wieder ein Boost, echt? Attack... Warte mal, wenn der Attack steigt, dann wird das Ding einfach nur explodieren. Kann das... Ja, ich wollte gerade sagen. Dann wird das Ding einfach nur explodieren. Gut, dass mein... Kann es sein, dass sie einfach nur drei Electrodes hat, die immer ihren Attack boosten, weil sie einfach nur da sind zum Explodieren. Und sie muss jetzt einfach die ganze Zeit rumwechseln, weil ich einen fucking geilen Ghost-Type habe, der quasi alles der ja alles kaputt macht mit Norman Gem. Ah, du Opfer! Was für ein Kack-Scientist kann denn nicht mal was gegen Ghost-Types machen? Wer bist du denn? Das ist ja funny, ja, Freund, ich bin mir echt nicht sicher, ob wir in diesem Part noch... ob wir in dem Part noch den Orden schaffen. Weil... Das ist ja wieder, schon wieder viel zu funny, was es hier alles für Dinge zu tun gibt, ne? Also ich glaube, wie gesagt, Orden eher nächster Part. Weil ich will ja auch noch den Doppelkampf in dem Part schaffen und ich versuche jetzt noch zu leveln. Ich meine nämlich, Pawnyard entwickelt sich Level 52 zu Bishop. Und ich glaube, mit einem Bishop haben wir dann auch nochmal wesentlich bessere Karten. Beziehungsweise allgemein, wenn ich hier slightly besser gepreppt bin, sollte das ein Ticken besser auch einfach für uns ausgehen, weil dann haben wir einfach, wie gesagt, logischerweise bessere Karten. Ja, finde ich cool, dass das Electrode jetzt hier einfach... dreimal mit Norman Gem gegen das Nichts einfach explodiert quasi. Also Frostless macht den Job sehr gut dafür, dass es jetzt erst hier reingekommen ist und ich mir gedacht habe, ah, Frostless, ich weiß ja nicht, ob wir zwei heute noch Freunde werden, aber Gott sei Dank sind wir heute noch Freunde geworden, ne? Schade, Science Society Scientist, was für ein Name, aber auch einfach. Kriege ich jetzt wenigstens irgendwas Cooles? Jetzt ist sie einfach auf ihre eigene Bombe geknallt. Was für ein Vollidiot. Also Vollidiotin oder was auch immer. Das ist ja geil. Oh, da oben hat was geleuchtet. Kann ich mir erstmal... Oh. Ja, das wird halt Electrode sein. Und da hinten hat irgendwas geblinkt. Und anscheinend ist das irgendwas, was einem...
die Stats boostet. Ich weiß nicht genau, was das sein soll. Ich hoffe jetzt einfach mal... Warte mal, was? Er hat gerade irgendwas gesagt, dass er irgendwie auch meine Stats... Oh mein Gott, kann er maybe meine DVs ändern? Kannst du meine DVs oder mein Wesen ändern? Das wäre beides fein für mich. Ich fände beides großartig. So, da sind zwei dicke rote Ausrufezeichen. Dem Anschein nach kriegen wir kein Item, sondern Pokémon, weil... Ich habe halt, also... Aber ist das jetzt nicht einfach ein Voltoball? Wir haben ein Egg bekommen, okay. Ganz weird. Weil ich dachte eigentlich, ich kriege halt irgendwas, was mit den Stats geboostet wird. Aber gut, dann werden wir wohl heute noch ein Ei ausbrüten, wie es aussieht. So, mit euch habe ich jetzt eigentlich ansonsten alles fertig gemacht. Da sind diese Black Pharaoh Fawns. Ich habe halt noch so viele Häuser, die ich, ja gut, noch gar nicht kontrolliert habe. Das ist ein sehr einfach gechecktes Haus. Kann ich hier hinten vorbei? Okay, es gibt hier definitiv irgendwie in irgendeiner Form einen Hintereingang. Oder auch nicht. Okay, ich habe keine Ahnung schon wieder, wie ich... Wie komme ich schon wieder bei Gott zu diesem... Wie komme ich schon wieder zu diesem Pokéball, ne? Lol. Und da ist einfach eine Asperberry im Müll. Auch nicht schlecht. Gut, dann hätten wir die Häuser auf jeden Fall gecheckt. Da hinten ist auch... Die Polizei ist hier drin. Wie süß. Ja, ihr... Ja, ich wollte gerade sagen... Seit diese Gangs hier sind, macht ihr, glaube ich, gar nicht mal mehr so viel. Deshalb, ich würde jetzt mal nicht so... Nicht so laut werden, im besten Fall. What the fuck, wie komme ich denn schon wieder da? Ich muss ja irgendwie... Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, irgendwie muss ich doch zu dem Zygarde Cube da kommen. Also mit den Zygarde Cubes ist actually echt witzig, muss ich sagen. Also ich habe da wirklich, muss ich sagen, meinen Spaß dran. Lol, warte, was? In Müllermann ist ein... Also Trubbish wird halt drin sein. Das ist ja geil. In dem Mülleimer sind Pokémon drin. Das feiere ich. Okay, und hier sind die Black Pharaoh Fawns drin. Da können wir offensichtlich noch nicht rein. Da ist ein Toxicroak. Das ist sehr cool. Ich weiß nicht warum. Oh, maybe ist das ein Poison. Also logisch wäre eine Poison Arena. Aber bisher hat noch nie irgendwas dazu gepasst. Also von der Arena her, dass es irgendwie logisch erschließen könnte, was für eine Arena es wird. Könnte ich jetzt einfach in die Arena gehen und die Arena machen? Anscheinend tatsächlich, ja. Okay, ich könnte einfach in die Arena und die Arena machen. Ich überlege gerade, machen wir sie vielleicht doch noch? Fighting Types, ja. Ich bin ehrlich, ich habe es mir fast gedacht. Dachte mir schon so, okay, was könnte jetzt noch hier reinpassen, was irgendwie am Pokémon-mäßig noch in der Nähe war? Und das sind Fighting Types, natürlich sind es Fighting Types. Gut, dass wir zwei Fighting Schwächen gefangen haben. Das ist natürlich optimal. Also mit dem Squad gehen wir definitiv nicht in die Arena. So viel kann ich euch verraten, weil das wird nichts. Wer bist du denn? Ach ja, das ist... Es gab ja auch die Terror-Grumbles. Die habe ich schon wieder vergessen. Ich bin ja, ich habe die schon wieder komplett vergessen. Aber finde ich sehr cool, dass die jetzt nochmal hier sind und quasi wieder einen Auftritt haben. Und da wäre der Weg Richtung Antisport. Okay, da... Ja, ich habe ihm... Oh, okay, wir dürfen hier hin... Aber hier will ich ja noch nicht hin im Endeffekt, ne? Ich glaube, hier muss ich... Da ist ein Trainer? Okay. Ich dachte eigentlich, hier muss ich, wenn, überhaupt später hin. Aber offensichtlich kann ich hier jetzt schon hin. Gut zu wissen. Ich habe, merke ich gerade, mein Frost ist nicht dabei. Das ist unvorteilhaft. Und unser Eischliff, das ist... Oh! Wisst ihr noch, als ich gesagt habe, ich weiß nicht, wo ich dieses Grimer herbekomme? Da ist er. Oh, das wäre der dritte Dark-Type, ne? Oh, aber er wird halt gute Stats haben, ist auch wieder so die Sache. Und wir haben sogar Recycle als TM bekommen. Heißt, er muss nicht mal zwingend irgendwie Ass oder so sein. Oh. Also, ich benenne es jetzt einfach mal. Ich kann aber nicht garantieren, dass wir ihn benutzen. Ich hätte aber schon Lust, das Problem ist halt, der ist Level 1, ne? Den wieder zu... Oh, Might ist so kacke. Ja, und unsere Werte sind auch nicht so geil. Nee, okay, ich dachte, die wären geiler. Dann tut's mir leid, Domme. Aber wir werden das Ding, denke ich, nicht benutzen. Ich habe jetzt zwei potenzielle Dark-Types nochmal. Ich weiß auch nicht, wie gesagt, ob ich Flambeer... Ach stimmt, ich kann das ja sogar hier drin benutzen, wild. Warte, geht das im Normalfall oder ist das nur in der Stadt hier erlaubt? Ich kann mir sogar vorstellen, dass das so ein Ding ist, was man nur in der Stadt machen kann. Es tut mir dann sehr leid, aber ich bin ehrlich,
Ich glaube, halt Flambirex werden wir auch nicht zwanghaft die ganze Zeit dabei haben. Deshalb, maybe kommt da auch nochmal ein ganz anderer Fighting-Type, wenn überhaupt Fighting-Types kommen. Ich meine, weiß es wie gesagt noch nicht, ne? Es kann immer noch andere Dinge passieren, wie ihr gemerkt habt. Und das Ding ist halt auch, es ist immer ein bisschen schwierig abzuschätzen, aber so Starter benutzt man relativ häufig, deshalb eigentlich will ich im finalen Team nicht unbedingt Flambirex haben, weil Guard schon ein bisschen mein Starter und Guard schon benutzt man schon sehr oft, deshalb ja. Gut, gehen wir also wieder rüber zu diesem Hafen hier, der sehr fancy aussieht, muss ich sagen. Gab es schon mal einen richtigen Hafen? Ich glaube nicht, ne? Und anscheinend sind bestimmte Sachen hier blockiert, aber später werden die potenziell freigestellt. Maybe ist das sogar tageszeitabhängig hier? Jo, und hier ist auf jeden Fall das Schiff von Zeth. Das heißt... Oh. Oh, nein, ich wollte doch gar nichts triggern, aber... Warum ist der erste Arena-Leiter hier und hat Rose Incense in Anführungsstrichen dabei? Warte mal, oder... Oh mein Gott, der vertickt hier seine, ne? Bestimmten Dinger und... Aber das Schiff ist doch das von dem Bösen, oder nicht? Und da kommen die Black Pharaoh... Oh nein, nicht die Pharaoh-Fawn-Dudes. Ich bin doch schon wieder nicht geheilt, Bro. Wir sind schon wieder am selben Punkt wie vorher. Das wird wieder nicht gut ausgehen. Muss ich jetzt alleine mit denen dealen? Ja, wir müssen alleine mit denen dealen. Aber der erste Arena-Leiter ist einfach Drogenschmuggler. Einfach ein fucking Drogenschmuggler. Also, wie gesagt, ne, ich spreche es einfach aus, wie es ist, weil ist ja komplett offensichtlich. Der vertickt die da einfach. Was ein... Ey. Ich pack ihn nicht. Ipoginet, aber gut. So, wir flamechargen mal das Pharaoh-Seed schön in die Fresse. So, verpieseln sie sich. Also, solange die jetzt beide ein Pharaoh-Seed haben, habe ich ja gar kein Problem mit diesem Kampf, weil ich bin, wie gesagt, nicht geheilt. Das war jetzt so ein bisschen suboptimal. Es hat mich auf dem falschen Fuß erwischt, wie so ziemlich jeder Kampf hier gerade in diesem Part. Oder die meisten und jetzt du auch noch. Du bist ein Elite-Member von den Black Pharaoh. Ich glaube schon, dass die Black Pharaohs hießen, ne? Black Pharaoh, ja, dann habe ich es mir sogar richtig gemerkt. Ein Escaber. Ich hasse es, das zu sagen, weil es inzwischen schon fast ein halbes Meme in den Kommentaren geworden ist, aber auch ein Pokémon, auf das ich mal wieder Bock habe. Oder, was heißt mal wieder, ne? Das würde implizieren, ich hätte den schon mal benutzt, aber ein Pokémon, auf das ich Bock hätte, den mal zu benutzen, ist Cavalier. Auch ein geiler. Vor allem, weil der in den meisten Spielen irgendwie echt schwierig ist zu bekommen. Ich glaube, das ist so ein Pokémon, das sieht man auch so selten, ne? Dessen Existenz kann man auch ganz gut mal vergessen, muss ich gestehen, aber gut. Black Pharaohorn, die zwei waren jetzt gar keine Challenge. Die Challenge wird eher der eine Doppelkampf, den wir noch machen müssen. Den habe ich immer noch im Kopf. Ah, und tatsächlich, die Polizei macht was in dem Spiel. Ja, okay. Hier in dem Bereich macht die was, aber ich glaube, dort oben machen die eher nichts. Ah, und wir sind hier gekommen. Okay, und er nimmt die beiden fest und er hat quasi gesagt, also der eine aus meinem Team sozusagen, hat halt so gesagt, yo, dass wir, dass die Sachen geschmuggelt haben. Ah, warte, ist das maybe auch das, was der eine gemeint hat? Dowsing Machine, was? Okay, wir sollen anscheinend irgendwelche Sachen suchen. Find the Oddish Leaves hidden on the west side of the entrance port and smuggle them. Okay. Das heißt, wir müssen irgendwoher diese Blätter finden. Und die wiederfinden. Ich habe... Aber ich komme ja hier noch nirgendwo rein. Muss ich da zu einer anderen Tageszeit da sein? Oder so? Wo würde mich der eigentlich bringen? Okay, nirgendwo. Cool. Ja, aber dann kann ich ja im Endeffekt doch... Ah, hier kann ich die Treppe hoch. Und da hätten wir Max Potion. Ah, ist ja mega cool gemacht hier, muss ich sagen. Taugt mir richtig gut so auf die Container oben drauf. Großartige Idee. Hier komme ich halt nicht vorbei, das heißt, ich komme da nicht hoch. Ich weiß ja nicht, inwiefern da irgendwie zu einer anderen Tageszeit was anders umgebaut ist. Ich gucke mich jetzt erstmal ein bisschen um. Ja gut, die Sperren sind halt immer noch da. Ich weiß nicht genau, wie ich die wegmache. Ich würde da jetzt einfach nochmal abwarten an einem anderen Tag, ob die da irgendwie anders sind. Deshalb ja, und hier müssen wir dann wahrscheinlich die Sachen rüberschmuggeln. Und anscheinend sind Fleckmon-Routen als auch
Myrapla-Blätter, offiziell Schmuggelware in diesem Spiel, also. Na, wahrscheinlich in Richtung illegale Substanzen gehen wir da. So, ich benutze jetzt mal eins meiner Rare Candies, weil ich meine immer noch, dass Leon sich Level 2, wunderbar, 52 zu Bishop entwickeln sollte. Dann haben wir das nämlich auch noch. Boah, ich hoffe, wir schaffen jetzt den Doppelkampf noch ganz gut. Weil, also auch wenn wir jetzt einen Bishop haben, das ist natürlich 3 Millionen Mal stärker als Ponyard, aber eine sichere Wincon ist das deshalb trotzdem nicht. Ach, Bishop, so ein cooler, ne? So ein geiler. Würde man den nicht immer so spät bekommen erst, weil der sich so spät entwickelt, ne? Es wäre ein Traum. Deshalb ist es umso cooler, dass wir ihn jetzt hier haben. So, Frostis war eigentlich ein guter Lead und wir müssen gegen Krokodile plus Weezing antreten. Ich würde es einmal mal mit Leon trotz allem vor... Ja, aber der wird halt einfach... Der died halt einfach, ne? 100 fucking 55 Attack. Das ist halt einfach Beast Mode an. Ja, Marius ist wahrscheinlich dann das Beste, was wir daneben setzen können. Dann gucken wir mal, wie es aussieht. So, wir sind hier wieder angekommen und ich realisiere gerade etwas. Das Krokodile hat gar keinen Bedroher. Das heißt, wir hätten sogar mit Garchomp Lead gehen können. Maybe durch das höhere Level können wir Krokodile jetzt einfach one-shotten. Tun wir nicht. Das war ein Crit. Na gut, also das IQ werden wir halt leben. Ich habe den Gigadrain, die andere... Das one-shottet. Okay, das habe ich auch nicht kommen gesehen. Ich dachte, maybe durch das höhere Level... Ah ne, Marius ist beim letzten Mal auch einfach gedeiht, ne? Oder es liegt an dem Crit, den er gerade gelandet hat. Daran kann es auch liegen. Boah, das ist wieder so eine... Vor allem beide spezielle Attacker. Ich habe halt auch nur Surfer. Ich weiß halt wieder nicht, wie ich das Weezing wegbekommen soll, ne? Ich schicke halt Ember mal wieder rein, damit wir maybe Flame chargen können. Und damit einen Speedboost oder so generieren können. Kann halt jetzt mit Flame Charge einmal auf die Seite gehen und einmal mit Dragon Claw auf die Seite. Ich weiß nicht, ob wir das gewinnen können. Und selbst dann, da muss ich mir halt echt... Ich habe halt aber auch keinen Plan, wie ich das ansonsten machen soll hier. Also in Flame Charge kriegen wir halt, in Strange Steam 1 sollten wir leben. Und dann Flame Charge plus... Firefang bzw. Bad Tantrum sollte Weezing rausnehmen. Okay, er greift Ember an. Ich weiß nicht mal, ob das unbedingt besser ist. Ja, aber jetzt ist Ember straight up tot. Das muss jetzt nicht unbedingt besser sein. Wir müssen halt immer noch Weezing besiegen, ne? Das ist halt das Riesenproblem und ich weiß nicht wie. Wir haben halt nicht die Coverage dazu, um den zu besiegen. Keine Ahnung wie. Maybe muss ich doch irgendwie ganz anders an die Sache rangehen, weil ich glaube, das ist halt jetzt einmal wieder... Also ich werde natürlich in die Mega gehen und den jetzt Firefangen. Das könnte jetzt einmal wieder straight up eine stinknormale Niederlage werden, weil das Team es einmal nicht schafft, dagegen anzutreten. Maybe muss ich Alolan Ninetales oder sogar Groink reinholen. Der Burn ist geil, aber er ist im Endeffekt egal, weil ich den gebrickbreakt habe. Genau. Ja, die eine Seite wegzubekommen ist halt jetzt auch nicht unbedingt das Schwierige. Ich hoffe jetzt einfach mal, er sieht den Kill auf Leon und besiegt erstmal deshalb den, also mit Weezing. Ja, Heatwave kommt, das ist halt für Garchomp noch eine ganz okaye Sache. Aber... Also jetzt kriege ich ja potenziell zwei Angriffe drauf. Auf Weezing. Ich weiß aber nicht, ob die zwei reichen. Und Pangoro ist, glaube ich, sogar auf dem Blatt Papier langsamer als der. Das heißt, da sind wir auch noch nicht durch. Und wenn der Strange steamt, besiegt er eh... Boah, macht das wenig. Sludge Bomb, das, glaube ich, leben wir nicht, oder? Ey, diese Boosts sind halt eine Katastrophe, ne? Wenn ich jetzt nicht eine gute Damage Roll mit Dragonclaw kriege und der lebt und mich Strange steamt, bin ich weg. Okay, wir kriegen wenigstens das Weezing weg. Mega Garchomp könnte das noch win. Maybe. Je nachdem, was das Mon noch ist. Mag. Okay, das kriegen wir hin. Das sollten wir hinbekommen, oder? Was kriegt der? Kriegt der auch wieder einen Special Attack Boost? Ah, okay. Ich weiß zwar nicht genau, warum. Aber das soll okay für mich sein. Weil ich glaube, bei Tantrum one-shotted nicht. Das hat... Was?! Oh, warum kann der in dem Spiel Moonblast? Ja, neuer Versuch, ne? Okay, maybe haben wir dieses Mal bessere Chancen, weil dieses Mal werde ich das Krokodile direkt tot fokussen. Wir haben Eisschatten. Wobei, haben wir nicht beim letzten Mal sogar mit Icebeam gekrittet? Oh, ich hoffe, dass die Dragonclaw hier reicht, aber wir sind Garchomp, ich denke schon. Okay, Reset. So, das muss jetzt einfach funktionieren. Ich hoffe, dass Garchomp schneller ist. Sollte ja, glaube ich, sogar sein. Und mit Ice Beam plus Mega Garchomps Dragonclaw sollten wir eigentlich Krokodile immer safe rausnehmen. Und dann kann Krokodile keine verheerende Vernichtung anrichten. Heatwave wird dann wahrscheinlich von Weezing... Oh mein Gott, der ist schneller. Ich pack es nicht.
dann sind das wirklich Damage Rolls, gegen die ich hier antrete. Dann sind das hier einfach dumme, straight up Damage Rolls. So, ich habe jetzt jede Vorbereitung getroffen, die man vorbereiten kann. Ice Beam wird abgefeuert und ich habe extra Brick Break... Oh mein Gott, der Freeze könnte huge sein. Ich habe extra Brick Break beigebracht, weil Brick Break hier eigentlich immer killen soll. Warum killt das nicht? Warum? Ein Gottes Namen. Killt das jetzt nicht? Und er weird steamt mein Garchomp. Gut, das ist eigentlich auch mega kacke. Aber, ja, lebe ich jetzt einfach mal erstmal mit, ne? Weil was anderes kann ich nicht machen. Ich glaube, das Krugodile hat mich intimidated, kann das sein? Weil was anderes würde ja gar keinen Sinn ergeben. Können Pokémon random Fähigkeiten haben? In verschiedenen Kämpfen? Weil der hatte doch mal maximal Intimidate. Und ich glaube, ich hätte gesehen, dass der am Anfang mir einen Drop gegeben hat. Aber ich dachte mir so, nee, das kann ja nicht sein. Wir haben doch Moxie gesehen. Aber gut, ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich das mit dem Squad, den ich jetzt hier habe, packen kann. Maybe wäre es sogar Bulk Up auf Dings gewesen. Heatwave Miss auf Rodeo ist absolut geil. Weil damit Rodeo nochmal das Ferrothorn angreifen kann. Und wir jetzt die Ferrothorn-Seite komplett wegfokussen können. Beziehungsweise glaube ich sogar, dass ich mit dem Ice Beam auf Weezing gehe, damit ich auf Weezing einfach gigantisch Damage habe. Das wäre, glaube ich, auch sehr wichtig, damit ich diesen Doppelkampf einfach mal hinter mir habe, weil das kann es ja nicht mehr sein. Ich hätte auch eine Hidden Power Fire auf dem. Aber ich glaube, hier einfach zu Flame Chargen ist das Beste, was ich machen kann. Tut mir leid, wenn es wegen den Kämpfen ein sehr langer Part wird, aber ich möchte solche Kämpfe gerne ganz drin lassen, weil so ein gewisser Aspekt von diesem Pokémon... das One-Shotted, geil. Von den Pokémon-Kämpfen soll ja trotzdem drin bleiben und ja, wenn man sowas dann auch komplett durcheinander cuttet, das ist... weiß ich noch nicht, bin ich noch nicht so Fan von. Maybe irgendwann später, so Heatwave kommt, wird natürlich Rodeo jetzt rausnehmen. Beardog wird es hingegen... Heatwave blockiert, auch cool. In die... Oh, nein, wir wollten... Ich hätte die Großbrand-Range jetzt an dem Punkt tatsächlich sogar ganz gerne mitgenommen, aber ist fein für mich. Wir sollten das Ganze jetzt eigentlich haben. Ich gehe so weit und sage, wir haben das Ding hier eigentlich. Ich hoffe jetzt einmal, Flame Charge reicht maybe sogar schon aus. Slash können wir ja noch nachsetzen. Okay, wir setzen nochmal nach. Ist auch okay, aber das Ding sollte dann gegessen sein. Ja, okay. Da es so offensichtlich ist, Cut ich nun doch. So, und damit... Oh, ich merke gerade, ich habe noch Surfer gedrückt. Ich hoffe, Leon lebt. Der hat es nicht verdient zu sterben. Damit haben wir den besiegt. Gott sei Dank, ey. Puh, das war irgendwie herausfordernder, als es das sein sollte. Bin ich ehrlich. Also, das war wirklich schwierig. Und ja, ich bin definitiv der Tougheste. Und jetzt verpieselt euch, danke. Kriege ich wenigstens irgendwas Geiles, Cooles dafür. Ja, du gibst mir dann a little something. Ich hätte gern mehr als ein bisschen a little something. Ich hätte gern was mega geiles dafür, dass ich mir jetzt diesen Stress hier gemacht habe. Und da ein Tohuwabohu gemacht habe. Das wäre sehr schön. Gib mir irgendein geiles Item. Irgendwas. Power Bracer, willst du mich verarschen? Echt? Dann würde ich aber sagen, können wir jetzt offiziell den Part beenden. Im nächsten Part werden wir uns dann Orden 6 holen. Super spät gefühlt, aber hey. Wir hatten halt hier wieder einiges, was wir gefunden haben, was wir machen können. Haben ein bisschen Sidequest-Stuff erledigt, was ja auch mal wieder ganz cool ist, weil wir das länger nicht mehr hatten. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Part hoffentlich wieder. Bis dann und ciao. Bye, bye.